Täglichen Arbeiten sind das Obst aufbauen, dann in der Früh die Ware annehmen, ja, alles schön kontrollieren. Ruhetag gibt es keinen, 7-Tage-Woche im Sommer. Ja, in der Früh von 7:30 bis um zum 8:00. Haben Sie das Unternehmen begründet? Meine Eltern 1935, 80. Also Sie denken auch nicht ans Aufhören? Eigentlich nicht direkt. Ja. Ja. Wie war dann früher das Sortiment eigentlich? Wie ist das, als Sie angefangen haben? War das auch schon so gemischt? Da war hauptsächlich Obst und Gemüse. Und die Lebensmittel kamen dann erst im Laufe der Jahre, in die 65, 70er Jahre dazu. Seit wann? Seit 30 Jahren. Woran liegt es, dass es Spaß macht? Ach, an die Leute, an der Kundschaft. Dass ich halt immer mit meinem Vater zusammen bin und mit meinem Bruder. Also Artikel müssten so um die 40.000 bis 50.000 sein. Das Sortiment ist das, was die Kunden so zum täglichen Gebrauch brauchen. Und alles, was so in der Stadt mittlerweile nicht mehr gibt, von der Glühbirne bis zum Kochlöffel, haben wir alles mittlerweile im Sortiment. Und auch einiges, wo der Kunde sich dann ein bisschen wohlfühlen kann oder in Erinnerung schwelgen kann, wie Modellautos oder Dampfmaschinen. Also unser Hauptverkauf ist aber Obst und Gemüse und Getränke und Lebensmittel.